Diese Gelegenheit, die sich geboten hat, wo Uli mich gefragt hat, war für mich eigentlich nicht abzulehnen. Weil so eine Chance, mit so einem guten Springer zusammen fliegen zu können und zu lernen, hat eigentlich das Suchen nach dem Spirit ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Also da kam auch wieder ein bisschen der Ehrgeiz durch, zu sagen, ja, was ist denn eigentlich möglich? Angst ist immer da. Ich würde lügen, wenn das nicht stimmt. Ich mache mir immer wieder Gedanken darüber. Es ist aber immer so, dass ich eine Sehnsucht habe, wieder zu springen. Also ich kann mir nicht vorstellen, mit dem Springen aufzuhören. Der Mensch will ja immer das Besondere. Und der Wunsch, fliegen zu können oder frei zu sein wie ein Vogel oder gleiten zu können, der ist ja immer da. Das ist ja im Menschen. Der Mensch will immer das, was er nicht hat, das will er am meisten. Jetzt einfach.